Endlich der Beweis des Satzes von Cook und Levin. Das heißt, wir wollen jetzt das erreichen, dass wir Set haben, unser Problem, von dem wir zeigen wollen, dass es so ein Superproblem ist, dass es NP-vollständig ist. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen uns irgendein anderes Problem vorstellen, von dem wir überhaupt nichts wissen. Wir wissen nicht, ob das ein Problem aus der Graphentheorie ist oder aus einem völlig anderen Bereich. Wir wissen gar nichts darüber. Das Einzige, was wir über dieses Problem wissen und über Set, ist, dass die beide in NP liegen. Mehr wissen wir darüber nicht. Und jetzt sollen wir zeigen, wie man dieses Problem auf das hier transferieren kann. Was erstmal wie eine fast völlig unmögliche Aufgabe aussieht, wenn ich gar nicht weiß, was das hier für ein Problem ist. Wie soll ich dann da rangehen? Wie soll ich ein Verfahren angeben, mit dem ich aus diesem Problem das Problem mache? Der wesentliche Trick, den Cook und Levin angewendet haben, ist der folgende. Und da muss ich jetzt nochmal ganz genau darauf achten, dass ich immer die richtigen Wörter nehme. Ich sage ja zwischendurch sowieso manchmal Problem, wenn ich Algorithmus meine und umgekehrt. Der Gedanke ist der folgende. Dieser Punkt, den ich hier hingemalt habe, steht für ein Problem. Weil dieser Punkt aber in NP drin liegt, wissen wir, dass es für dieses Problem einen Algorithmus gibt, der auf dem NRAM läuft und das in polynomialer Zeit. Und die Schlüsselidee von Cook und Levin ist jetzt die folgende. Wir gucken uns nicht das Problem an, sondern wir gucken uns den Algorithmus an. Das heißt, wir gucken uns sozusagen das NRAM-Programm an, das es ja geben muss, sonst würde dieser Punkt ja gar nicht in NP liegen. Und dieses Programm, das kodieren wir als eine Formel. Also das, was wir machen werden, wird das folgende sein. Zu diesem Problem hier gibt es ein NRAM-Programm, über das wir erstmal nichts weiter wissen, außer dass es auf unserem hypothetischen NRAM-Computer läuft und dass es dieses Problem löst. Ja? Und dieses Programm übersetzen wir, das ist unsere Transformation, in eine Formel. Wir machen aus dem Programm eine Formel. Und zwar wird diese Formel so gebaut sein, dass die Formel genau dann erfüllbar ist, wenn das Programm eine Lösung findet. Wenn wir das hinbekommen, dann können wir die Formel nehmen und können die an Set füttern. Und Set wird uns sagen, entweder die Formel ist erfüllbar oder nicht. Und je nachdem, was Set antwortet, wissen wir, wie die Ausführung dieses Programms laufen wird, ohne dass wir es ausführen müssen. Das ist der pfiffige Gedanke dahinter. Und jetzt müssen wir nur noch in Häkchen uns überlegen, wie man aus einem beliebigen Programm für einen NRAM-Computer, das wir gar nicht kennen, eine Formel macht. Die Grundidee ist, wie sieht so ein Programm aus? Wir haben die ja bisher immer in so einem Pseudocode hingeschrieben, aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass bei Computern die Programme irgendwie immer im Speicher abgelegt sind und im Endeffekt können wir uns vorstellen, die laufen in so einer Art Maschinensprache. Wie das genau technisch läuft, ist gar nicht so wichtig. Sagen wir mal, unser Programm sieht so aus. Das ist eine Folge von Anweisungen, die irgendwo in unserem Computer liegen. Also hier, das wäre die erste Anweisung des Programms. Das hier ist die zweite Anweisung des Programms. Das hier ist die dritte Anweisung des Programms. Und so weiter. Und so ein Programm läuft dann ja so ab, dass es am Anfang hier bei der ersten Anweisung anfängt und dann werden die Schritte nach und nach ausgeführt. Manchmal gibt es Sprünge. Es kann zum Beispiel sein, dass Sie hier sowas wie Schleifen drin haben oder Sie haben hier irgendwie einen Sprung aus der Schleife raus, der nach da springt. Und so springen Sie nach und nach in diesem Programm hin und her. Mehr wissen wir da erstmal nicht drüber, aber wir wissen, man kann das Programm so hinschreiben. Und für diese Anweisungswerte gibt es natürlich nur begrenzt viele Möglichkeiten. Das ist ja irgendeine Programmiersprache. Es gibt nur begrenzt viele Dinge, die wir hier hinschreiben können. Das Ganze ist also im Prinzip zu greifen. Das ist die eine Seite. Wir wollen aber mit dieser Formel ja nicht nur das Programm selbst beschreiben, sondern wir wollen den ganzen erfolgreichen Programmablauf beschreiben.
Darum müssen wir außerdem uns auch noch Gedanken darüber machen, was gehört denn zu einem Programmablauf noch dazu. Und da ist jetzt unser Glück, dass wir so ein ganz einfaches Computermodell haben. Das Einzige, was in unserem Computermodell außer dem Programm selbst noch vorkommt, ist der Speicher. Wir haben irgendwo noch den Speicher. Und den hatten wir uns so vorgestellt, dass wir da eine riesengroße Anzahl von Speicherzellen haben. Nicht unendlich viele, aber genug für unser Programm. Und in jeder Speicherzelle stehen irgendwelche Zahlen drin. Wir hatten aber von vornherein gesagt, diese Speicherzellen haben nur eine begrenzte Größe. Sie können nur eine bestimmte Größe von Zahlen aufnehmen, genau wie in echten Computern. Wir können uns vorstellen, das sind 8-Bit-Werte, 16-Bit-Werte, wie immer wir uns das vorstellen wollen. Jetzt kommt die Idee, wir stellen uns den Ablauf des Programms zeitlich vor. Also es gibt einen Startzeitpunkt, den nennen wir zum Beispiel t gleich 1. Das ist der Start des Programms. Dann ist unser Computer irgendwie getaktet, wie das bei normalen Computern so ist. Dann gibt es den Zeitpunkt t gleich 2, den Zeitpunkt t gleich 3 und so weiter. Und zu jedem Zeitpunkt passiert ja irgendwas. Wir werden eine bestimmte Anweisung ausführen, je nachdem, wo wir gerade im Programm sind. Und unser Speicher wird einen bestimmten Zustand haben, je nachdem, was wir gerade gemacht haben. Und das läuft so lange, bis das Programm irgendwann mal aufhört, zum Zeitpunkt t gleich 42 Millionen oder sowas, dann hört das Programm auf und ist zum Ende gekommen. Und diesen langen Ablauf des Programms, den kodieren wir, indem wir zu jedem Zeitpunkt einen Snapshot machen. Wir stellen uns also vor, dass wir zum Zeitpunkt 1, zum Zeitpunkt 2, zum Zeitpunkt 3 und so weiter jeweils das Programm anhalten und uns ausführlich notieren, alles, was wir zu dem Zeitpunkt überhaupt über das Programm und dessen Ablauf in Erfahrung bringen können. Und da gibt es nur zwei Dinge. Also wir haben hier den Zeitpunkt t gleich 1, t gleich 2 und so weiter. Wir haben das Programm. Ich stelle das jetzt mal abgekürzt dar. Das ist unsere Folge von Anweisungen. Hier steht natürlich noch genau dasselbe Programm. Und wir müssen uns eigentlich immer nur merken, wo jeweils der sogenannte Program Counter gerade ist. Also es gibt ja sowas wie einen Zeiger, der meinem ausführenden Prozessor sagt, wo er gerade im Programm ist. Am Anfang wird der Program Counter hier sein, im nächsten Schritt ist er vielleicht hier und so weiter. Wenn wir also einen Snapshot machen, dann müssen wir uns zu einem bestimmten Zeitpunkt nur merken, wo sind wir gerade im Programm. Das Programm steht ja fest. Ja? Und, das ist ein bisschen mehr Arbeit, wir müssen uns zu jedem Zeitpunkt auch merken, was steht im Speicher, und zwar in jeder einzelnen Speicherzelle, weil wir ja vorher nicht wissen, welche Speicherzelle zurzeit gerade von dem Programm bearbeitet werden wird. Also haben wir unseren riesengroßen Speicher, der immer weiter nach rechts wachsen wird. Und am Anfang steht in unserem Speicher irgendein Input drin. Da steht vielleicht sowas drin wie hier eine 4 und hier eine 2 und hier eine 0 und dann gar nichts mehr. Und im nächsten Schritt ist irgendwas passiert, weil wir irgendwas geändert haben. Zum Beispiel haben wir aus der 4 eine 7 gemacht. Dann steht hier 7, 2, 0 und so weiter drin. Und alles, was hier im Speicher steht, müssen wir jeweils uns merken. Das alles zusammen für einen so einen Schritt ist jeweils ein Snapshot, indem wir uns merken, was zum Zeitpunkt t gleich x der komplette Zustand des Programms in seinem Ablauf war. Und wenn wir dann diese ganzen Snapshots hintereinander hängen, dann haben wir quasi einen Film des Programms und können das nachvollziehen. Das ist die Idee erstmal ganz grob. Ich möchte von Ihnen für folgende Fragen eine Antwort haben. Jede von denen kann wahr oder falsch sein. Erstmal, wie ist denn das mit der Größe des Snapshots? Das ist ein bisschen schwierig, muss man schon ein bisschen drüber nachdenken. Ist die Größe dieses Snapshots polynomial? Und die zweite Frage ist, wie viele verschiedene Snapshots gibt es denn? Also es gibt ja für jeden Zeitpunkt einen. Wie viele verschiedene gibt es? Und die dritte Frage ist,
haben alle Snapshots zusammen polynomiale Größe? Die mit Ja zu beantworten, ergibt natürlich nur einen Sinn, wenn Sie die ersten beiden mit Ja beantworten. Wenn Sie bei den ersten beiden schon sagen, ist nicht polynomial, dann können alle zusammen natürlich erst recht nicht polynomial sein. Also erste Frage ist, ist ein einzelner Snapshot polynomial? Zweite Frage, wie viele verschiedene Snapshots kann es geben? Und dann, wenn man die alle zusammen in einen großen Topf schmeißt, ist das immer noch polynomial. Man hätte jetzt natürlich so ein bisschen, ohne groß nachzudenken, sich schon überlegen können, die Antwort muss ja Ja sein, weil wenn das nicht polynomial wäre, dann wäre ja unser ganzes Unternehmen zum Scheitern verurteilt. Wir wollen ja gerade eine polynomiale Reduktion finden. Und wenn das so nicht geht, dann warum erzähle ich Ihnen das überhaupt? Aber wir können uns vielleicht trotzdem überlegen, warum das so sein muss. Und da fangen wir am besten mit der mittleren Aussage an. Da steht nämlich, wie viele Snapshots kann es überhaupt geben? Das Programm, das wir beobachten beim Lösen des Problems, ist ja ein NP-Programm. Das haben wir ja ausgesucht. Und NP-Programme zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf dem NRAM polynomiale Laufzeit haben. Das bedeutet, das kann nur polynomial viele Schritte durchlaufen, sonst wäre es kein NP-Programm. Darum kann die Anzahl der Snapshots polynomial höchstens sein. Damit ist die zweite Frage beantwortet. Die erste Frage ist eigentlich die schwierigste von allen. Wieso kann es sein, dass die Snapshots selbst nicht nach und nach immer größer werden? Am Anfang, der allererste Snapshot wird nicht so groß sein, weil da ja im Speicher nur der Input steht. Und der Input, hatten wir uns ja geeinigt, ist polynomial. Aber wer sagt mir denn, dass der Speicher nicht im Laufe des Programms immer weiter wächst und auf einmal exponentiell anwächst? Das ist ganz simpel, das kann deswegen nicht passieren, weil ich ja in einem Schritt immer nur eine Sache machen kann und es gibt ja nur polynomial viele Schritte. Also welcher Programmschritt sollte zum Beispiel die Größe des Speichers, des gebrauchten, benutzten Speichers verdoppeln? Das gibt es nicht, solche Programmschritte gibt es nicht. Darum ist der erste Schritt auch, ist die erste Antwort hier auch ja. Und die ersten beiden zusammen ergeben dann natürlich das dritte. Also wenn jeder einzelne Snapshot polynomial ist und es gibt nur polynomial viele, dann sind alle zusammen auch polynomial. Also unser Unternehmen ist nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt. Es ist offensichtlich möglich, den gesamten Programmablauf mit einem unglaublich großen Aufwand, das will niemand in der Praxis machen, zu notieren in Form von Snapshots. Und unser nächster Schritt wird jetzt sein, das ist dann eigentlich auch schon der letzte, sich zu überlegen, wie man zumindest in der Theorie aus einem Snapshot eine Formel macht, so dass das ganze Ding dann genau das macht, was ich oben schon hingemalt hatte. Wenn diese Formel erfüllt wird, dann beschreibt das einen erfolgreichen Ablauf des Programms.